So, und jetzt lass die Beule das alles erhitzen. Die haben ja genug Ressourcen. Und dann müsste es hier auch einigermaßen hinhauen. Gut. Weitere Boiler hier. Du bist jetzt 100 Grad, oder? Was? Du bist nicht 100 Grad? Wie kannst du es wagen? MK5? 40 lila Chips? Efficiency 105%. 10% mehr. Nee, guckt euch das mal an. Hier ist der Sprung von 50 auf 60. Das ist nur 10%. Der Sprung hier ist von 60 auf 75, ist schon mal höher. Also 15% Sprung. Und hier von 75 auf 95, das ist ein 20% Sprung. Und hier wird es wieder 10. Also ich denke, die werden wirklich mit die kostensparendsten sein. Wir bräuchten theoretisch nur mehr Platz. Das ist ein wenig problematisch. Also wir könnten hier noch einen Boiler jeweils ranhängen und den Knick vorher dahinter machen. Aber das war es dann auch schon. Naja, und hier theoretisch... Nee, das geht da nicht auf. Nö. Ja, gut. Mach mal hier eine Reihe komplett in die ganz guten. Dann gucken wir uns gleich an, wie das damit ausschaut. Ja, Temperatur geht runter, weil die Boiler erst gefüllt werden müssen. Oh, ich habe zu viel Zeug und ich kann keine Königin-Eier bekommen. Ja, das geht ja mal gar nicht. So. Dann hätte ich gerne noch eine... Zumal Muster hier mit den Roboports und den Substations sollte ich auch noch lila Kisten mit hinzufügen. Einfach nur, dass ich immer eine Möglichkeit habe, mein Inventar leer zu müllen. Ja. Was mache ich sogar? Mal. Also wir haben bei den Roboports hier immer eine blaue Kiste, um die Roboports zu befüllen. Jetzt haue ich einfach auf der anderen Seite da meine lila Kiste hin. Nur für mich. Ich ein egoistischer Spieler bin. So, und da haue ich den Kram rein, den ich nicht so wirklich brauche. Die immer runter auf 100. Weil die Steinzahnräder brauchte ich, glaube ich, eigentlich nur für die Lasertürme. Und die stelle ich jetzt gar nicht mehr selber her. Das heißt, das können wir reduzieren. Large Iron Chest brauche ich nicht. Stone Bricks reichen auch 100. Kohle brauche ich nicht. Die da brauche ich nicht. Raw Rubies. Wie war das mit der Schrotflintenmunition? Brauche auch Polished. Die Batterien waren nur für das Lasergewehr und das war doof. Ja. Das heißt, ich würde dann mit dem Gewehr rumlaufen und die Dinger da verschießen. Ich glaube, das teste ich echt mal. Wo ist mein Lagersystem? Gib mir mal... Irgendwo war hier noch ein Gewehr drin. Ich habe gerade eine MK1 Power-Rüstung gesehen. Oder ist es da unten noch? Nee. Ich sollte es mir anliefern lassen, ha? Huh? Oh, ich glaube, ich habe das gar nicht gebaut. Ich bin von Pistole auf Shotgun gegangen. Hier. Ja gut, dann baue halt einfach eine Submachine Gun. Und ein bisschen davon. So, und dann drücke ich mal komische Tasten falsch. Z, nein, Q, nein, E, nein. Es war doch Z. Achso, ich kann nur wechseln, wenn Munition da ist, okay. Das heißt, baue die Munition schnell, dann wechsle ich und dann gucke ich mal, wie viel Schaden das macht. Ich bezweifle stark, dass es viel ist. Reichweite ist auch nicht so lang, aber dafür sehr, sehr, sehr schnell. Wenn wir sehr, sehr, sehr schnell mit sehr, sehr guter Munition schießen. Also, es geht besser, aber ist schon mal besser als panzerbrechend. Kann ich jetzt wechseln? Z? Q, Q, okay, Q geht. Gut. Noch eine Sache bei den Lasern, die beim Schaden zu beachten ist, laut Kommentaren, ist... Achtung, Kacke. Strom! Er macht die Gegner mal schnell tot. Wo sind Gegner? Ich muss helfen. Immer noch mal so ein Laufding. Was fehlt fürs Laufding? Da, Bau, Laufding. Zwei Stück. Okay, kein... Ah doch, da hinten kommt was. Eine Königin. Gucken wir mal, ob ich die erwische, bevor die Lasertürme kommen. Ja.
Ich habe zwei Magazine verballert und nicht so wirklich viel Schaden gemacht. Also genau, das war der Punkt mit den Lasergeschichten. Es wird zwar nicht so viel Schaden... Jetzt habe ich nicht mehr Strom für Lampen. Es wird zwar nicht so viel Schaden angezeigt bei den Lasern, aber dafür haben die Gegner halt fast keine Resistenzen gegen Laser. Im Gegensatz zu physischem Schaden, den halt die Submachine Gun hier produziert. Das heißt, ich wechsle lieber wieder auf dich, weil du einfach mehr Wumms hast. Und wir keine Edelsteine verbrauchen für die Munition. Jetzt ist der Angriff wieder oben. Sind die Laufdinger fertig? Baulaufdinger. Da ein. Sehr gut. Die funktionieren noch. Wie viel kann ich da noch einbauen? Bauen wir noch zwei von denen. Oh, fehlen rote Engines. Noch ein Vorschlag war, ich sollte einfach losziehen und eine Basis zerstören. Ja, stimmt eigentlich. Vielleicht nicht unbedingt in der Nacht und nicht mit so wenig Munition. Aber wenn ich losziehen würde und eine Basis zerstören, habe ich halt weniger Angriffe. Und wenn ich weniger Angriffe habe, schießen die Lasertürme weniger und ich habe mehr Strom. Also ich sollte eigentlich wirklich hier hinlaufen und den Spawner zerstören und dann ist gut. Was seid ihr für welche? Ihr seid Berserker. Warte mal kurz. Ich baue mir erstmal ein paar zuallererst teste ich jetzt, ob ich hinlaufen kann, die Akronen und schnell genug bin, um von ihnen wegzulaufen. Das ist der erste Test. Also, Big Biter. Komme ich locker weg. Ich komme sogar vor dem Typen da hinten weg. Mache allerdings immer noch ordentlich Schaden bei mir. Oh, du bist ein Spucker. Jeden Schadenspunkt, den ich verursache, ist ein Viertelturm, der weniger schießen muss. Das ist Strom, Strom, Strom. Also ja, ich komme weg, das ist das Wichtigste. Das heißt, ich laufe jetzt da. Munition ist okay? Munition ist okay. Ich laufe jetzt da hin und töte einen Spawner. Wow, okay. Tue ich doch nicht. Tue ich doch nicht. Schießt! Gott. Gott. So viel zum Strom sparen. Ja, ja, geh weg. Und ich gehe jetzt nicht wieder nach oben. Nee, nee, nee. Also, falls ich mal Edelsteine brauche, das ist die beste Art und Weise, an Edelsteine zu kommen und richtig, richtig viel Strom zu ballern. Hier liegen noch Tonnen von Leichen, weil ich hier kein Item-Collector gebaut habe. Ja, okay, warte mal. Ein bisschen mithelfen. Guckt euch das hier mal an. Geh mal rein, bau mal einen Item-Collector. Übel, übel, übel. Also so leicht geht das nicht. Du bist hoffentlich gleich tot. Ja. Dann schießen da unten mehr Türme. Und dann bau bitte Solar Panels, weil wir haben es gerade morgen. Ich würde gerne die neuen Solar Panels nutzen, um... Du brichst jetzt nicht hier durch. Der Roboter will eine Mauer setzen, kann damit, weil er weiter da ist. Das heißt, wir können nicht Mauern schnell hinsetzen, bevor die Gegner reinströmen. Komm. Oh. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Ist ja auch eine Lautstärke, ne? So, du. Setze ich mal da hin und jetzt müssen die nach und nach markiert werden, wenn denn irgendwann hier Strom ankommt. Wir haben gar keinen Strom. Weil irgendwo noch wer rumballert, ne? Ja. Ballert mal rum. Ich setze weiter Solar Panels. Also, hier wollten wir einen Durchgang haben, ne? Ja. Hier. Das war's. Es wird nur 31 produziert. Warum? Der Akku ist leer. Also es wird nur 31 produziert, weil jetzt die Boiler wieder kein Wasser bekommen und kein... Ja. Ich hoffe, ihr seid bald tot.
So, jetzt kommt wieder Wasser durch, jetzt arbeiten die Boiler wieder besser, jetzt haben wir wieder mehr Strom. Das ist echt ein Teufelskreis. Ich sollte nur mit Dreckwasser arbeiten. Und ohne Pumpen. Das klappt halt nicht. Weep, weep, weep. Ja, mach mal. Warum muss das ganze Wasser jetzt auch erstmal wieder erhitzt werden? Nee, anscheinend nicht. Es ist instant auf 91 Grad. Ich höre auf zu versuchen, das zu verstehen. So, 98 Grad, obwohl hier alles orange ist. Krass. Echt krass. Ja, also es darf niemals dazu kommen, dass wir gar keinen Strom haben. Sobald wir das hinbekommen, ist es auch egal, dass die hier sehr, sehr anfällig sind. Das heißt, Akkus. Zurück zu meiner Akkufabrik. Und jetzt hoffen, dass wir erstmal wieder Zeit haben, um das alles aufzufüllen. Hör auf, uns anzugreifen, du Gegner. Ja, Akku, genau. Gib mir mal die Akkus, die du bisher gebaut hast. So, daraus mache ich jetzt die da und ich habe keine Batterien mehr. Albern. Brutzel, brutzel. Es ist jetzt schon 20 Uhr, also irgendwas mit der Zeit wirklich für allerwertesten, weil es war eben gerade noch 10 Uhr. 20.30 Uhr, 20.45 Uhr, das geht ganz schön schnell. So, kein Angriff, kein Angriff. Okay, füll den Akku auf, so schnell es geht. Was mit euch? 89 Grad. Ja, teste ich mal weiter. Ist immer noch 89 Grad. 84. Das ist verständlich, weil es kurzfristig aufgefüllt werden muss. 80. Komm, geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch. Geh wieder hoch. Nee. Also nein, wir können nicht mit 65 Grad warmem Wasser lieber bessere MK-Dinger reinsetzen als... Ne? Das klappt nicht. Wir brauchen einfach auch viel mehr Hitze. Ja, also es... Setz die bitte wieder zurück. Damit die Dinger wenigstens durchgehen und 100 Grad laufen. So. Das jetzt müsste die Hitze in die Höhe schnellen. Eigentlich. Sobald erstmal alle wieder mit Wasser gefüllt sind. Was jetzt eigentlich so langsam der Fall sein dürfte. Ja. Jetzt boilen die hier das ganze Wasser hoch. Die sind übrigens auch nicht alle voll. Was nicht so wirklich schön ist. Wird daran liegen, dass hier keine Pumpe... Warte mal. Haben wir noch? Ja, haben wir. So, läuft das jetzt besser, wenn da kein Untergrundding ist? Geht so. Aber ich kann jetzt wenigstens hier noch Pumpen dazwischen hauen. So. Jetzt müssten die Boiler hier auch durchgehend mehr Wasser drin haben. Also können sie auch mehr Wasser erhöhen. Und dann haut das hin. 38 Grad. So, es wird was zerstört, aber nur einer. Das ist okay, das verbraucht keinen Strom. Das braucht ein bisschen Ressourcen für die Lasertürme und das war es auch schon. So, ich sollte die Schmelzen wieder abstellen, weil das war echt ein Fehler, so viel auf einmal wieder anzustellen, weil wir kommen nicht hinterher. Also mach dich weg, weg. Mach dich weg, weg. Guck, wie viele Eisenplatten wir haben. Nicht genug. Das ist doch krank. So, lass mal kurz ein Eisen, ein Kupfer arbeiten. Du musst kurz ersetzt werden. So. Ja, also die beiden brauchen wir, um wenigstens minimal zu halten. Da wird was angegriffen. Da greife ich jetzt mal kurz ein. Verballer die Munition hier. Klick, 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 klick.